Ausstellung, Verkauf, Beratung, Präsentation von Vario-Modellen und Scale-Bewertung der mitgebrachten Gastmodelle. Das waren auch diesmal die Highlights beim Tag der offenen Tür. Und viele folgten der Einladung. Seien es Hersteller und Geschäftspartner, Fachhändler, Flugschulen, ausstellende Scale-Piloten oder einfach nur Hubschrauberinteressierte, Kunden und Freunde, die Vario-Produkte einmal näher kennenlernen wollten. So war es nicht verwunderlich, dass letztendlich Gäste aus allen Teilen Deutschlands, Spaniens, der Tschechischen Republik, Norwegens, Rumänien, Belgien, Niederlande, Italiens und sogar Japans anzutreffen waren. Das Gelände oberhalb der Saale war ein internationaler Dreh- und Angelpunkt für Modellhubschrauber. Die neue EXEC wird elektrisch angetrieben und hat einen Rotordurchmesser von 2360 mm. Ein 12S-Lipo-Akku und ein Compact 920Z sorgen für kraftvollen Antrieb. Kompakte und transportfreundliche Maße und dennoch Turbinenantrieb. Die Vario Alouette 2 gibt es ab sofort auch für die Integration einer JetCat PHT2 Turbine. Vorgeführt wurde sie souverän von Flugschulchef Bernd Hüttig.
die neue Eco-Röhre im Maßstab 1 zu 4,4, woraus ein Rotordurchmesser von 2500 mm resultiert. Die bevorzugte Rotordrehzahl in Verbindung mit dem Dreiblattsystem beträgt 850 Umdrehungen pro Minute. Bei der Turbine kommt eine Pro-Edition von Jakadowski zum Einsatz. Für viel Bewunderung sorgten auch der neue Lastenhubschrauber XLC Carrier mit Jet Cat 2 Wellenturbine, aber auch der neue Koaxialheli und die vielen anderen Scale-Schönheiten, die überwiegend mit Turbinenantrieb ausgestattet waren. In Kürze wird eine über 2 Meter große Gazelle ins Programm aufgenommen. Hier arbeitet man bereits am Urmodell, das vorab gesichtet werden konnte und bereits mit dem neuen Fenestron bestückt war. Exactly where it was.